Hallo und herzlich willkommen zu Dilly Demented's Blick hinter die Kulissen. Im letzten Video ging es um die Kamera, die ich für die Konzertfotografie benutze. Und im heutigen Video soll es speziell um Objektive gehen. Und es geht insbesondere um die Frage, warum ein Standardobjektiv für die Konzertfotografie nicht ausreichend ist. Mein Standardobjektiv, das zur Kamera dazu gab, hat eine Brennweite von 18 bis 55 mm. Es ist also ideal, um relativ nahe Objekte abzulichten, aber auch um zum Beispiel Landschaften zu fotografieren. Es ist also der ideale Begleiter für einen Urlaubsaufenthalt, weil ich alle alltäglichen Dinge ablichten kann. Zudem ist es eigentlich günstig im Preis. Für einen kleinen Aufpreis konnte man es zur Kamera dazu kaufen. Aber bei der Benutzung bei schlechteren Lichtverhältnissen offenbaren sich dann die Schwächen. Es ist einfach nicht besonders lichtstark. Das heißt, auf Clubkonzerten, in Hallen ist immer eine schlechte Beleuchtung. Oder auch auf Festivals, wenn die Dämmerung einsetzt oder wenn es sowieso Nacht ist, da kann man das Standardobjektiv eigentlich gar nicht benutzen. Man kann auch keinen Blitz verwenden, weil das die Musiker stört und es wird daher nicht gern gesehen. Und daher sollte man Ausschau halten nach einem lichtstarken Objektiv. Es sollte mindestens eine Blende von 2,8 haben. Zum Vergleich, mein Standardobjektiv hat eine Blende von 3,5. Ich blende euch mal hier gerade zwei Bilder ein, wo ihr dann den Unterschied auch sehen könnt. Als ich mich nach einem Objektiv umgeschaut habe, war es auch wichtig für mich, dass es bezahlbar ist. Im Bereich der Fotografie kann man generell sehr viel Geld lassen für Kameras, für Objektive und für Equipment, kann man viele, viele tausend Euro bezahlen. Aus diesem Grund habe ich mich für ein Objektiv mit einer Festbrennweite entschieden, aber man kann halt nicht heranzoomen, das heißt, das erfordert, dass der Fotograf ein bisschen mitarbeitet, ein bisschen vor, ein bisschen zurückgeht, vom Musiker wegtritt, damit man auch mal einen anderen Bildausschnitt kriegt. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass eine Brennweite von 50 bis 85 mm eigentlich gut ist für das Fotografieren in Clubs. Man muss gucken, wenn die Hallen größer werden, ist der Fotograf wieder was weiter weg von den Musikern, erst recht bei ganz großen Festivals. Auch hier blende ich euch wieder zwei Fotos ein, wo ihr dann mal den Unterschied in der Brennweite sehen könnt. Ich habe mich für dieses Objektiv entschieden von Canon. Es hat eine Festbrennweite von 50 mm und hat einen Blendenwert von 1,8, ist also sehr lichtstark und daher sind die Fotos auch gut belichtet. Das sieht man dann vor allem am Ende, wenn man sich die Bilder am Computer anschaut. Wie man sofort sieht, ist es recht kompakt, daher passt es auch sehr gut in die Kameratasche. Ich brauche kein extra Behältnis, um es zu transportieren und auch der Wechsel vom Standobjektiv auf dieses geht sehr schnell vonstatten. Der Autofokus braucht aber sehr lange, um zu fokussieren, und das ist das Manko dieses Objektivs. Das kann man ein bisschen ausgleichen, indem man zum Beispiel Serienbilder macht oder indem man den Fokus manuell einstellt. Das heißt, man kann von dem Automatikfokus auf den manuellen Fokus umschalten. Das erfordert aber einiges an Übung und da muss man sich erstmal mit anfreunden, dass man das auch wirklich machen kann. Aber im Allgemeinen kann ich sagen, dass dieses Canon-Objektiv meinen Ansprüchen genügt. Die Bildqualität ist deutlich gestiegen. Auch wenn man immer noch keine richtig perfekten Fotos hat, kann man das im Nachbearbeitungsschritt noch mal aufwerten. Und genau darum soll es im nächsten Video gehen. Es geht um die Softwarebearbeitung von Bildern, wie man im Nachhinein nochmal die Bilder was aufwerten kann. Hallo und herzlich willkommen. Das war schon falsch. Öfter hier. Ich kann damit in Urlaub fahren. Kann man mit in Urlaub fahren? Mein treuer Begleiter. Ich kann damit auch beispielsweise im... Letzte Woche fangen wir andersrum an. So scheiße. Eben war's okay.